Eigentlich wollten Daniela Katzenberger, 35, und Lukas Cordalis, 54, immer gemeinsam mit Costa, 75, nach Griechenland reisen. Jetzt muss Lukas die Reise zu seinen Wurzeln ohne seinen geliebten Vater antreten. Doch ganz so einfach ist das nicht. Ehefrau Dani muss sogar richtig Überzeugungsarbeit leisten. Das könnte ihn emotional zerstören, fürchtet die Kultblondine. Warum besonders der Besuch von Lukas Tante so eine große Hürde für ihn darstellt und wieso auf einmal so viele Kindheitserinnerungen hochkommen, zeigen wir im Video. Daniela Katzenberger lässt nicht locker. Seit über 10 Jahren war Lukas Cordalis nicht mehr in Griechenland. Dabei ist es der Ort, an dem sein Vater Costa geboren und aufgewachsen ist. Dass der Schlagerstar nicht mehr dabei sein kann, wenn Lukas und seine Familie eine Reise zu seinen Wurzeln unternimmt, schmerzt auch Daniela. Doch sie und Töchterchen Sophia, 6, stehen hinter Lukas und ermutigen ihn dazu, die Reise in die Vergangenheit zu wagen. Du hättest nochmal 10 Jahre verstreichen lassen, fasst die Katze es für Lukas nochmal zusammen. Daniela Katzenberger, Familienglück auf Mallorca im TV und auf RTL Plus. Und tatsächlich, Danielas Worte zeigen Wirkung und Lukas gibt sich einen Ruck. Aber wie wird er auf die Geister der Vergangenheit reagieren? Das zeigt RTL 2 am Mittwoch, den 29. Juni ab 20.15 Uhr in der Doku-Soap Daniela Katzenberger, Familienglück auf Mallorca, und parallel dazu im Livestream auf RTL Plus. Anschließend stehen die neuesten Folgen der Katzenberger Doku-Soap, neben den alten Staffeln, auf RTL Plus jederzeit zum Streamen bereit. Einfach vorbeischauen. Gut.